Nächsten Sonntag ist kein Predigt. Da habe ich frei. Jetzt gehe ich einen Ausflug machen. Hey, kommt doch gerade mit an einen schönen Ort. Ich habe also nicht das Gefühl, ich sei in der Käfi, wenn ich jetzt hier an das Gitter stehe. Aber für die neueste Ausgabe vom Röbettli, die ich auch ganz herzlich dazu begrüßen darf, haben wir uns um ganz etwas Spezielles einfallen. Ich darf euch nämlich ein Ziel laden, dass wir zusammen eintreten in eine andere Welt. Durch das Tunnel treten wir jetzt ein in die geheimnisvolle Welt von der Aare-Schlucht. Eines der markantesten Naturdenkmäler, die wir hier haben, in unserer Gegend. Sie dient mir als Kulisse für das Thema von unserem Röbettli. Es geht nämlich um Verwandlung. Ich komme jetzt hier raus und als erstes ist Maffeis überwältigend. Von dieser mystischen Welt, die sich hier auftut in der Aare-Schlucht. Wir sind jetzt hier schon in Enge und wie der Name schon sagt, ist das die engste Stelle der ganzen Aare-Schlucht. Nicht mehr als ein Meter ist es, was die eine von der anderen Seite trennt. Und da dazwischen ist vor Zeiten die ganze Wassermasse durchgegangen. Unna ist natürlich unterdessen umher viel breiter, aber immerhin imposant, die enge Stelle da, mitten in dieser massiven Felswand. Gletschermilch. Imposant von unten drin hinzuschauen und sich zu überlegen, was die Kraft vom Wasser mit diesem Felsen hat angestellt. Und wie manches Jahrhundert das echt hat gebraucht, dass sich da irgendein Kriegler drinnen hat dreht, bewegt von dem ewigen Wasser, das da fließt, für diesen Fels in die Gestalt zu bringen, wann er sich heute uns präsentiert drinnen.
Es kommt nicht viel Wasser zur Zeit, aber das Erlaubnis dafür zu sehen und beobachten, was das Wasser an dieser Felswand macht. Es fließt nämlich da drunter und unterspielt etwas, was man sonst nicht sieht, 12 Meter drunter und kommt zu einem späteren Zeitpunkt um hier im Birha. Also die Kraft, die an dieser massiven Felswand arbeitet, das ist unglaublich. Ich habe eine Zieh abgemacht mit Glarner Ueli, verantwortlich für alles Bauliche in der Aarenschlucht. Oder wie man hier im Hasli sagt, Jelli, da kommt er gerade, Sally. Ja, Sally. Jelli, Sally, flott, dass wir hier kurz können, ein paar Worte zusammen berichten. Du kennst die Aarenschlucht besonders gut, weil du ja verantwortlich bist für die technischen Anlagen hier. Und seit ein paar Jahren hast du diese Aufgabe, nicht schon das Leben lang. Manchmal im Leben gibt es Umbruch, gibt es einen Neuanfang. Das ist so ein das Thema von unserer Sendung, Verwandlung. Ganz kurz, was hast denn du vorher so alles gemacht und wie ist das gekommen? Ja, ich war vorher Bauführer und kurz vor der Pensionierung bin ich angefragt worden, ob ich das würde übernehmen und die Schluchtgruppen da führen und Gebäude zu unterhalten. Und natürlich, das wäre noch so ein Neuanfang an der Pensionierung, wo mir gut uns gleich gibt. Ja. Das war eigentlich die Idee gewesen, dass ich da habe zugesagt und sie haben mich gewählt und da bin ich eigentlich sehr froh gewesen. Lott, du sagst, ein Neuanfang, wirklich so ein Schritt. Das ist schon ein paar Jahre her, 5-6 Jahre unterdessen. Du bist mit Begeisterung nach wie vor dabei. Wird das nicht irgendein langweilig, wenn man da in die Schlucht kommt? Ist das nicht ein bisschen mit dem Gleichen? Oder gibt es da noch ein Staunen, eine Verwandlung, wenn man da kommt? Die Schlucht ist jeden Tag anders. Vormittag ist sie anders, Nachmittag ist sie anders. Das ist nicht einfach ein Betonschlauch, der immer gleich ist. Das ist die Natur, ja, wo du immer anders siehst, jeden Tag und Nacht. Vor allem ist es dann noch schön im Winter, wenn niemand da ist, wenn alles ruhig ist, ein bisschen abgefahren. Da tut die Natur schön abgefahren, Schreibach und nicht mehr so Leute. Und meistens sieht man bis zum Boden, weil weniger Wasser kommt. Was man nachher einfach dann in der Zeit muss aufpassen, das Wasser, das von oben abkommt, in Form von Eiszapfen, eben, ja, dass man da nicht irgendwie drin geraten. Ja. Ja, also wir stehen hier eben vor dem Schreibach. Du hast es schon gesagt, hast du selber auch so eine Lieblingsstelle für dich persönlich? Oder gibt es überall etwas zu entdecken? Es ist eben je nach Tageszeit ist nicht gegen die gleiche Stelle gleich interessant. Gerade auch hier hat sich ja manches verändert seit dem Herbst. Ja, seit dem Herbst hat es hier natürlich recht viel Sand gegeben. Das war vorher weniger gewesen, aber das Hochwasser hat da recht Holz gestaut und da ist das Wasser hier durchgelaufen und hat Feinanteile, eben der Sand hier liegen. Leider sind dazu sogar noch etwas Fische gestorben, aber für alle Leute können wir nicht schauen und für die Fische sind wir eben nicht zuständig. Ja, also eben, was ich so den Eindruck habe, das ist etwas, was eigentlich gängige Veränderung ist. Das ist das so. Auch wenn man das Gefühl hat, wenn man es mal da durchläuft, es sei etwas Statisches, das ist alles in Bewegung, das lebt. Das lebt sehr und vor allem in der heutigen Zeit ist viel lebiger als der Felsen. Das ist, kommt mir vom Permafrost und so weiter. Es gibt viel mehr Veränderungen als früher Jahrzehnte hat Veränderungen. Jetzt sind es viel gräser. Ja, ja, ja. Und jetzt rein von deiner Arbeit her, wir stehen vor der Eröffnung der neuen Saison, gibt es da auch Projektveränderungen? Wie geht man das an? Habt ihr jetzt aus dieser Corona-Zeit Schluss gezogen? Oder was steht da so an bei euch? Ja, eben das Kleinste, was wir eigentlich machen, oder im Unterhalt vom Steg probieren wir da halb ein bisschen breiter zu fahren, eben weil wir mehr Leute haben, dass man besser einander ausweichen kann. Das sind so im Prinzip kleine Veränderungen, aber
bist natürlich gegangen, am Überlegen und Studieren, ob man nicht irgendwie noch eine Veränderung könnte machen für die Besucher, wo sie noch etwas anderes sehen. Aber das ist nicht so einfach. Wie Welt, ja, denn das, was man hat, nicht irgendwie noch kaputt. Ja. Die Schönheit der Natur sollte bleiben stehen. Und wenn man noch etwas kann, dann besuchen, ist das gut. Aber wir sollten nicht etwas kaputt machen damit. Ja. Genau. Also, da darf man auf eine gute Saison natürlich hoffen. Hoffen wir, und ja. Ich muss sagen, auch ich, wenn ich jetzt da bin, kann kommen, es ergreift einem, es berührt einem. Und ich wünsche mir, dass die vielen Menschen, die kommen, dass sie irgendwie ein bisschen anders rausgehen, dass man ein bisschen demütig wird, andächtig wird vor diesen Kräften, vor der Natur, auch vom Leben selber natürlich. Das ist etwas Eindrückliches. Das ist so. Und am besten kann man es eben noch geniessen, wenn nicht viele Leute miteinander drinnen sind. Ja. Das ist einfach im Moment, Corona-Zeit, nicht gängen so einfach, aber wir haben so gesagt, wir dürfen noch schön nicht sagen, ihr dürft jetzt nicht kommen. Ja. Wir wollen probieren, das irgendwie gleich den Leuten können zu zeigen und hoffen, dass sie dann noch Verständnis haben für uns, wenn man manchmal eingreifen muss. Jeli, merci vielmals für die Auskunft. Dir und deinem ganzen Team natürlich eine gute, erfolgreiche Saison, weil wir hoffen, dass viele Leute kommen, dass Naturwunder da bestaunen und eben sich berühren, auch Sorge haben im Umgang mit dieser Natur und eben sich verwandeln. Merci vielmals, alles Gute. Gerne geschehen. Nach diesen interessanten Ausführungen von Jelin darf ich euch jetzt hier ganz eine wundersame Verwandlung zeigen, was stattfindet. Wer heute hier rausgeschaut sieht, nicht anders als einer von vielen Steinen, der hier im Bachbett liegt und das Wasser, das drumherum sich der Weg macht. Die Verwandlung die passiert dann, wenn das Wasser steigt. Dort tut sich das Geheimnis von diesem vermeintlichen Hindernis offenbaren. Da drin, in diesem Stein, versteckt sich nämlich die Liebe selber. Ihr glaubt mir das nicht? Ich kann euch es beweisen. Ich habe hier nämlich ein Bild, das das ganz klar zeigt. Jetzt haben wir den Herzstein dürfen entdecken und jetzt kommen wir hier noch zu einem weiteren schönen Plätzchen, wo ich ein paar Gedanken gerne mit euch noch teilen wollte. Wie so wie vor trockenem Land, da ist das Bänkchen und das ist ein guter Ort für die Eindrücke, noch einmal so richtig auf sich zu wirken. Ich muss sagen, ich bin begeistert und ich verstehe, dass Jahr für Jahr ein Haufen Menschen kommen, für die Schlucht, die imposante Schlucht hier zu bewundern. Jeli hat es gut gesagt, man hat alltag etwas anderes zu entdecken. Es ist nie gleich, was auf den ersten Blick eigentlich unveränderlich sich präsentiert, ist voll Leben. Es sind verschiedene Kräfte, die hier am Wirken sind. Es ist eigentlich der Fels, der über Jahrmillionen und über Jahrtausende ist geformt wurde und gleichzeitig das Wasser, das bewegt und daran arbeitet. Es ist der Moment, wie jetzt geht, wenn wir hier beieinander sind und gleichzeitig sind da Jahrhunderte, die vergeben. Welche Kraft ist stärker, kann man sich fragen. Es ist natürlich die Verwandlung, die hier stattfindet. Weil aus einem so einem massiven Felsen plötzlich ein Naturwunder wird, wo wir Menschen kommen können und es bestaunen. Und es macht wirklich Eindruck. Mir kommt ein Wort aus einem Psalmisinn, das ich hier mitgenommen und auch daraus lesen wollte. Da ist die Rede davon, dass wir im Leben manchmal so eine Schlucht geben, der schwierige Zeiten, dass wir das Gefühl haben, es erdrückt uns oder das Wasser steigt und wir sehen keinen Ausweg. Es heisst hier, die Fluten hätten uns überrollt, das schäumende Wasser hätte uns gepackt, der Sturzbach uns mit sich fortgerissen. Doch Gott sei gepriesen, er hat uns geholfen. Wir sind entkommen, wie ein Vogel aus dem Netz des Fängers. Das Netz ist zerrissen und wir sind frei. Ein Hoffnungswort,
was sich da eigentlich uns präsentiert. Und das passt hier in die Aareschlucht als Wort für Verwandlung, wenn ich so in den Frühling einswählte, mitgeben. Wenn vielleicht auch in deinem Leben das eine oder andere sich präsentiert als massiv, als unveränderlich, was kann da schon passieren, dann wollen wir daran festhalten, dass der Glaube, die Liebe, die Hoffnung, wie das Wasser können schaffen an uns und alles verwandeln. Also wie der Stein, der Kraft vom Wasser plötzlich zu einem Herzstein, zu einem Symbol von der Liebe ist geworden. Ja, die Liebe als unabänderliche, ewige Kraft, die bleibt der Zeit und Ewigkeit. Das ist der Eindruck, den ich aus dieser massiven Aareschlucht mitnehmen und auch mitgeben. Zwei Liederdichter, der Arne Kopfermann und der Albert Frey, haben ein Lied geschrieben, das das noch eins auf ganz schöne Art zum Ausdruck bringt, wenn sie da sagen: Er ist der Eckstein, der die Welt zusammenhält und ohne den das ganze All zusammenfällt. Er ist die Sonne, die in unser Leben strahlt, die in das Dunkel strahlend helle Farben malt. Er ist die Tür in eine andere Wirklichkeit, die sich uns öffnet. Machen wir die Herzen weit. Ja, dürfen wir auch die Tür auftun, in die andere Wirklichkeit hier, sich laberieren, ein bisschen verwandeln und ein bisschen anders weitergehen. Das wünsche ich euch. Und mit diesen Gedanken wollte ich schliessen, das Ruhebettchen für diesmal, in der Hoffnung, dass es euch darf gut gehen, dass er gesegnet sein darf. Mit den besten Wünschen und bis zum nächsten Mal verabschiedet sich von euch der Beat Abeckler. Hört nach Gott. Er ist der Eckstein, der die Welt zusammenhält. Und ohne den das ganze All zusammenfällt. Er ist die Sonne, die in unser Leben strahlt. Die in das Dunkel strahlend helle Farben malt. Er ist die Tür in eine Wirklichkeit, die sich uns öffnet, machen wir die Herzen weit. Er ist das Brot des Lebens, das den Hunger stillt. Für uns gebrochen, damit Leben uns erfüllt. Der unsere Grenzen kennt.